Schönen guten Abend zu dem Podcast. Ich habe meinen Text vergessen. Scheiße. Hast du es dir nicht auf die Hand geschrieben? Dachte. Ich glaube, ich muss ein paar Zahlen draufschreiben. Ein paar neue Zahlen. Willkommen zu Dirk, dem etwas anderen Podcast. Und den anders werdenden, Hackfleisch hassenden, zerhackenden Zerhacker. Haben Veganer eigentlich Angst vor dem? Nee, die haben nur Angst vor dem Rasenmäher. Nee, die. Nee, 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 Moment mal. Die müssten den ja eigentlich bekämpfen. Die müssen den ja eigentlich bekämpfen. Ne, Das ist ja so das ist richtig. denen ihr Richtig. Das ist eigentlich Nemesis. so ihr Ernstfeind, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich so ihr Ernstfeind. Junge, ich musste gerade auch noch daran denken, wo wir vom Studio weggefahren sind. Diese zwei Typen da standen und du einfach nur gesagt hast, zwei Salatblätter. Und das waren einfach diese Vorzeige. Veganer mit Ökos. ihren Ja, aber das Ding Hanfschuhen ist ja auch, und ja, das Ding ist halt, selbstgestrickten Socken aus, weiß ich aus nicht. Hanf, aus Nutzhanf geflochten Aus und Hibiskusblüten, weiß ich nicht. als Kettenanhänger für esoterische Zwecke. Ne? Die riechen Ich wie ein meine, an dieser Kamellendampfbad. an dieser Stelle jetzt wären alle, oder für mich gibt es hier jetzt bestimmt so diesen einen gekränkten Veganer, so. Ja, Ne, aber das ist. den schicke ich aber persönlich auf die stille Treppe. Nein, also ist jetzt, soll ja jeder machen, wie er meint, so nur für uns ist das halt immer so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, man macht sich halt einfach lustig über Leute, so, keine Ahnung, man lacht halt Nein, ich meine über das auch alles. ernst. Nein, meinst du nicht? Nicht, wenn ich das sage. Okay. Das ist, als würdest du über Chinesenwitze lachen. Ah, jetzt kommt bestimmt dieser eine. Nein, tut mir leid, der eine Chinese, der zuhört. Wir meinen auch nicht, dass wir was gegen Chinesen haben. Das ist, als würdest du Witze über Frauen machen. Und diese eine Frau, die jetzt. Oh, komm, wir können. Brauchen das gar nicht so weiterführen. Nee, aber weißt du, was ich meine? Diese Dinge brauchen hier auch gar nicht mitzureden. Nee, also wenn diese dieser Dinger. Podcast 1 ist, dann frei von irgendwelchem Hass. Wir sind der gute Podcast. Ja, mit ein wenig Frauenfeindlichkeit, angehaucht durch mich. Das ist etwas, das ich nicht bestätigen kann. Ich auch nicht. Ich wollte es aber trotzdem mal gesagt haben, falls sich doch jemand beleidigt fühlt und es mich ja, dann das auch ist wieder so wieder nicht. dieser, das ist wieder, das ist wieder so dieser Trollmoment, wenn Leute so wieder denken, man meint das alles ernst. Genau, das ist das, Ja. genau das ist so ein Moment. Ja, gut. Sind wir jetzt beim Podcast-Thema Nummer 2, 3? Ne, was ist das jetzt? Folge 3, ne? Also eigentlich 4, aber 3, weil wir haben ja ein Folge ist Lost das Tape. Lost Tape. Ja. Genau. Vielleicht droppen wir das mal, wenn wir 270.000 Zuschauer hatten. Das ist ein gutes Ziel. Ja. Einfach nicht so hoch gegriffen. Nee. Machen wir so. Könnte man noch dieses Jahr schaffen. Also, also, Zeit bis morgen. Wir nehmen diese Folge gerade auf am 30.12.2020. Um 11 Uhr. Um, genau, 23 Uhr. Ja. Ja, folgendes Thema, mein Freund. Und zwar, Deutschrap fresher denn je. Wer ist fresher denn je? Ist es fresher denn je? Keine Ahnung. Ja, dafür müsste man halt auch erstmal Alten kennen, ne? Dafür müsste man sich auch in der Materie auskennen. Das habe ich ja gerade gesagt. Ach so. Ich kann halt nur das darüber reden, was ich halt jetzt so mitbekomme. Und zwar, Moment, ich muss kurz das Mikro ausmachen, weil ich niesen muss. Ja, der war so lang. Du meinst, du hast das Headset-Kabel gezogen? Nein, dann hätte man es rauschen gehört. Ich Ach so. Habe das Mikrofon stumm geschaltet. Okay. Ja, was ich dazu sagen kann, ist halt, ich habe damals halt einfach nie Deutschrap gehört.
bestimmt bis vor 4 Jahren, 2016 oder so. Und höre es halt erst seit 4 Jahren, weil es halt vorher irgendwie. Also ich höre es immer noch nicht regelmäßig, aber es hat mir damals halt einfach wirklich gar nichts gegeben. Null. Weder vom Nee. Sound noch von dem, was da gerappt wurde, noch weiß ich nicht. War für mich halt alles immer lame. Und man hat halt immer so hier und da was von aufgenommen, gerade so von Freunden, so, die dann halt eben mehr Deutschrap gehört haben. Ja. Und ich glaube, der Grund, warum ich heute Deutschrap höre, ist halt einfach, weil er tatsächlich fresher denn je ist. Aber dazu muss man halt sagen, dass ich mir jetzt hier nicht diese komische Lele-Lele-Musik anhöre, sondern halt Die schon La La so La, von ne? Deutschrap. Ja, also wie alle wissen, ist ja Deutschrap mittlerweile das Intro von Schlafliedern. Ja, Hashtag La Lilu. also, Auf. warte, meine Dingens ist Deutschrap fresher denn je? Also, wenn ich das Fazit kurz zu Ende ziehen darf, bevor du anfängst, ich Ja. finde ja, aber auch nicht. Also, es gibt immer mehr gute, aber auch immer mehr schrottige Künstler. Ja, jetzt meine Dingens dazu, ist Deutschrap fresher denn je? Ich würde einfach mal sagen, nee. Weil Und wie kommt man denn auf diese These? also ich muss sagen, es ist halt vielleicht nicht von dem, also wie soll ich das erklären? Also es hat halt auf jeden Fall einen viel größeren Boom, als es der noch vor 5 Jahren hatte, so. Also, Ja, aber ich also würde jetzt halt jein. einfach mal behaupten, ich würde einfach mal behaupten, was für mich Deutschrap halt fresher macht denn je, ist halt einfach der Sound. Also nicht der Sound von der Musik, die die machen, sondern so die Qualität vom Sound, die die machen. So, weißt du, was ich meine? Ja, So, aber weil vor 6, 7 Jahren hat deutscher Rap noch geklungen, als hättest du ihn aus dem Schnurtelefon gerappt. So, weißt du, was ich meine? Wenn ich da mal wieder einsteigen darf in das Thema. Ich persönlich finde, diesen Ausdruck ist fresher denn je oder so, ist scheiße, ist schlecht, ist nicht passend, weil du musst es einfach so sehen, das Einzigste, was sich verändert hat, ne? Ja. Sind, was ich auch letztes Mal schon im Studio gesagt habe, die Gegebenheiten sind ja komplett anders. Ja. So, weißt du, was ich meine? Du guck mal, was hattest du denn früher an Deutschrap? Du hattest da ein paar hier Fantastischen Vier und Fettes Brot, die da irgendwie aus der Mannheimer Ecke kommen oder so, oder Fettes Brot schon aus Berlin, keine Ahnung. Ne? Also die ein bisschen Deutschrap dann schon gemacht haben und Du meinst ganz am Anfang, ja, so ich will als jetzt, das ich will jetzt, ich. populär. Ja, aber ich will jetzt gerade so richtig dann einsteigen. Und danach hattest du Berlin. Weißt du, was ich meine? Natürlich gab es hier und da mal einen Künstler, der von woanders kam und auch Rap gemacht hat. Aber ich sag jetzt mal, Ja. rein von dieser Technik her, die benutzt worden ist und so, ne? Die war ja zum Beispiel vor 10, 15 Jahren. War die ja, oder 6, 7 Jahren, war die ja noch nicht so erschwinglich wie heute. Weißt du, was ich meine? Ja. Du konntest ja nicht sagen, weiß ich nicht, ich kaufe mir jetzt ein Mikrofon, ich kaufe mir jetzt ein dies, ich arbeite mich jetzt da rein. So Ja, Produzenten gut, und so. das stimmt schon. Und die Produzenten, die du hier hattest, die haben sich ja nicht für Rap interessiert. Das war ja für die so ein No-Go, weißt du, was ich meine? So, Ja, zumindest nicht viele. Ja, aber du weißt, was ich meine. So, das hat sich ja auch alles mit der Zeit so entwickelt. Und wie gesagt, halt auch dann, wo ich dann wieder zurückgreifen muss auf das Gespräch, was wir da im Studio hatten. So, guck mal, früher, so Künstler, ne, die fanden anderen krass. Ja,
Oder ganz einfach, Sido, Agro Berlin hier, ne? Oder er ist guter Junge. Die haben dann so die Jungs aus Deutschland, die gut waren, zu sich nach Berlin geholt, weil die dann halt da Ja. vom Studio her und so alles auch schon auf dem Stand hatten, dass du da richtig krass sein konntest. So, weißt du, was ich meine? Und dann hat sich hier in Deutschland führen finden, also ist mein Dingens daraus, mein Empfinden hat sich diese Rap-Szene oder die Möglichkeiten, Rap selber zu machen oder, weißt du, Ja, die hat sich dann ja. erst gesteigert dadurch. So, guck sie dir doch an, wenn du dir jetzt mal ein Sio oder ein Xatar anhörst. Die sind irgendwo hingegangen, in ein Jugendzentrum oder so, da war ein Mikrofon und dann haben sie erstmal so für sich irgendwie was aufgenommen. So, Ja, weißt du, ja. einfach so Free Beats oder wie auch immer und dann ein bisschen da Tralali und Tralala. So, und heute haben sie da ein Maestro und ein Reef und ein The Breed, die so die krassesten mit schon sind. So, aber weißt du, die waren ja früher auch nicht da. So, weißt du, was ich meine? Die haben sich ja quasi da auch Ja. erstmal so in dieser Szene dann etabliert als Beat-Produzent und Mischen, Mastern und dieser ganze Kack. So, und deswegen finde ich persönlich, ist Deutschrap fresher denn je? Nein, es ist einfach nur für jeden erreichbar und machbar. Ja, aber das ist ja auch, was ich meine. So, es ist ja im Endeffekt, also was daran fresher ist, ist halt eben einfach die Qualität von dem, wie es produziert wird mittlerweile. Es gibt natürlich halt auch, ich meine, gut, du hast immer noch Künstler, sage ich mal, kann, ne? Man hat Und dich die gerade hast nicht du gehört. zum Beispiel meiner Meinung nach, Man hat dich man hat gerade nicht mich nicht gehört. gehört. Nee, das ging gerade weg irgendwie, keine Ahnung. Mach's nochmal neu. Ja, auf jeden Fall ist ja, was ich meine, so fresher denn je schon, gerade was die Soundqualität betrifft. Weil was das angeht, kann man halt einfach wirklich sagen, dass Deutschland da auf einem sehr, 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 sehr hohen Qualitätsstandard mittlerweile ist. Und jetzt so von den Künstlern an sich, so würde ich dir zustimmen. Wobei es halt wirklich halt auch Leute gibt, die man sich mittlerweile anhören kann. Auch wenn das meiner Meinung nach an maximal zwei Händen abzuzählen ist, wenn überhaupt. Das ist ja, was ich sage. So, ich höre Deutschrap immer noch nicht viel und auch nicht extrem gerne so, weil mir halt kein Künstler wirklich was gibt. Das macht es mir vielleicht halt auch einfach schwerer damit, keine Ahnung, Ja, mich aber damit anzufreunden und sowas. Aber es gibt halt einfach Leute, die man halt einfach nicht haten kann, sage ich mal, weil die halt einfach gut sind. So. ja, Und die halt. das steht ja außer Frage, aber wegen diesem fresher denn, also fresher denn je, ist halt Ja. so, weißt du, es ist nicht fresher denn je, weil es ist einfach nur die Technik für alle erreichbarer. Ja. Und So. mittlerweile, und was halt auch ganz vieles ist, ist ja auch einfach wirklich so. Da gibt es ja auch diesen einen Typen da, der das alles so angefangen hatte aufzudecken. Dieser CLO oder wie auch immer der heißt, 1444 oder 114 oder wie auch Kenne ich immer. nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ja auch nicht schlimm. So, auf jeden Fall ist das jemand, der das so angefangen hat aufzudecken halt, ne? So diese Leute, gerade auch die, die das so behaupten, eigentlich so, die sind, die so Melodien und Songs und Beats von schon bereits bekannten Künstlern aus den USA einfach klauen. Wirklich klauen. Du kannst es nicht mal Sample nennen oder Hommage nennen, weil es halt einfach klauen ist. Ja. Und deswegen kann man diesem Statement halt auch nicht so diese große ja, Ernsthaftigkeit entgegenbringen. Ja. Ja. Weil, weiß ich nicht. Man kann etwas nicht als fresh bezeichnen, nur weil es halt. Im Endeffekt ist es ein Plagiat. Im Endeffekt Ja. ist es halt einfach nur ein Plagiat, eine Kopie, eine Ich Abschrift.
Ich muss aber Moment, dazu, warte, ich muss aber noch mal kurz eingreifen, ne? ja. Was aber halt dann auch deutschen Rap weit zurückgeworfen hat, ist halt auch. Julian. Also sag erst du, ich sag dir, was für mich deutschen Rap komplett zurückgeworfen hat. Ja, es ist einfach dieses, also diese Möglichkeit, was zum Beispiel, du kennst ja meine Underground-Rap-Sachen und so, ne? Die ja auch schon aus den 90ern oder noch früher sogar teilweise sind und so, weißt du, das sind Leute, die haben ein Album produziert oder nicht mal vielleicht eine EP, so weißt du, fünf Tracks oder so, keine Ahnung. Aber du hörst ja dann raus, so weißt du, die haben ihren krassesten Sänger, so, die haben ihren krassesten Song, so weißt du, diese Songs sind ja alle ultimativ stimmig. Und das ist halt das Ding, was in den USA, da waren die halt wieder schneller wie die Deutschen, wo dann wirklich Produzenten gesagt haben, so, ach komm, weißt du, bezahl deinen Scheiß hier und ich mach das. So, weißt du, wie ich meine? Nicht so ganz. Okay. Also, wer hat jetzt wen bezahlt für was? Ja, die Rapper, den Produzenten, damit der für die das auch alles so macht. Ach so, ja. So, weißt du, und ob das Ding dann gut war oder nicht, so, weißt du, ob die dann, also die haben denen quasi dann schon mal so eine kleine Möglichkeit geboten, überhaupt mal was so richtig Vernünftig zu zu, produzieren, ja, ja. so, und das, glaube ich, war hier in Deutschland halt wieder so ein Ding, was du so halt dann nicht machen konntest, weil hier war dann halt Yvonne Katterfeld der Popstar oder weiß ich nicht, Sarah Ja, Connor. das ist Weißt ja du, wie auch ich etwas. meine? Also musikalisch ist Deutschland einfach auf dem zurückgebliebenen Stand halt auch einfach stur wegen Dieter Bohlen. Muss halt einfach sagen. Ja, aber du weißt jetzt, was ich meine, ne? Ja, klar. Also Diese erstmal das, also Bereitschaft ich von finde, den also Dingens jetzt war nicht gerade so so, da. wo du es ansprichst, ja, was gab es denn damals für Sänger, Alter? Yvonne Katterfeld, Janet Biedermann. Die kenne ich nicht mal. Ja, ich aber, das ist schon schlimm genug. Boah, Digga, wen gab's da noch? No Angels, Broses und so ein Scheiß, so weißt du, was ich meine? So, im Endeffekt haben diese Castingshows damals einfach den deutschen Musikmarkt übernommen. Ja, und das ist auch Und immer. das war halt einfach zum großen Teil Scheiße. Und es ist halt. Aber was für mich jetzt deutschen, ich war, sorry, aber was für mich deutschen Rap jetzt halt einfach so komplett zurückgeworfen hat im Vergleich zum amerikanischen Rap, war halt, dass dann irgendwann 2010 oder 12 oder sowas, kennst du diesen Julians Block, dieses Julians Block Battle, Nee. dass so Battle Rap so einen krassen Hype gehabt hat und dann war da so ein Typ, der ein Turnier gemacht hat und hat da angefangen, Ach. Kriterien zu setzen wie Flow, was natürlich nicht schlecht ist, aber sowas wie Reimtechnik und Punchline-Dichte und hast du nicht gesehen. Und Rap plötzlich zur Mathematik geworden ist, das war das, was deutschen Rap richtig zurückgeworfen hat. Dass auf einmal, und du hast heute immer noch so verkappte Köpfe, die dann halt sagen, ja, seine Reimtechnik und sein Reimschema und sein, guck mal, das ist so, das beste Beispiel für mich ist so ein Snoop Dogg. Snoop Dogg hat kein krasses Reimschema oder sonst irgendwas, aber er hat halt einfach nur Mucke gemacht, die er so gefühlt hat und deswegen halt auch geil geflowt hat und seine Musik einfach gut war. Oder Ja, ist, aber du kannst ja ne? auch nie Deutsch mit englischem Rap Nee, das kannst du ja auch nicht vergleichen, vergleichen, so, weil, guck mal, du aber kannst ja dann nehmen wir im. mal Max Herre. Dann nehmen wir Max Herre. Ja. So, ich denke nicht, dass Max Herre, wie du es ja auch manchmal in seinem, boah, wie ist das nochmal in dem einen Song, Alter? Genau. Da stehen wir nun pitschpatsch nass. So, weißt du, was ich meine? So diese Line einfach, die hat ja nichts mit irgendeiner krassen Delivery Nee, hört oder sich nach Ernie krassen. und Bert an, Ja, genau, aber es ist, er macht halt ne? einfach Musik und Texte so, die er halt dann so fühlt und mit seinem Wortschatz, den er eben hat, dann halt einfach ausdrückt. So, weißt du, was ich meine? Er macht Musik, die halt keine Mathematik ist. So, und das ist halt etwas so, ab dem Zeitpunkt, wo diese Leute ins Game gekommen sind, Wort deutscher Rap oder generell Hip-Hop in Deutschland zur Mathematik.
Und alles, was jetzt nicht dieser Mathematik entspricht, ist für diese komischen, verkappten Savage-Dick-Rider so ein No-Go. Obwohl das kompletter Schwachsinn ist. Weil im Endeffekt geht es darum, gute Musik zu machen. Das ist genauso, als würdest du mir erzählen, Eminem würde heutzutage immer noch bessere Musik machen als Snoop Dogg. Macht er nicht. Weil bei Nee. ihm das halt. Er ist vielleicht nach diesem Mathematikschema besser, weil er halt irgendwie voll viele Reime und hast nicht gesehen, in so und so vielen Sekunden in einem Satz sagt und das super schnell. Aber musikalisch ist er halt einfach nicht mehr gut. Ja, du kannst es halt wieder einfach nur dann so sehen. Er besteht den. Ah, nee, er kriegt die 1 im Mathe-Test und Snoop Dogg kriegt gerade so die 4 plus und besteht den Kurs, so weißt du, was ich meine? Ja. Aber im Allgemeinen war Snoop Doggs Leistung trotzdem immer noch besser. Ja, genau, so sehe ich das auch. Also jetzt so vom jetzt nicht nur auf dieses Ami-Rap-Thema bezogen, sondern jetzt halt auch eben auf Deutschrap so. Für Ja, mich sind ja. halt Leute, die Musik einfach nur machen, um gute Musik zu machen, halt einfach besser. Und da geht es mir nicht darum, ob du jetzt einen Reim machst, der nur auf einer, das ist ja auch so eine Sache. Ob du jetzt einen einsilbigen Reim hast oder ob du einen 25-silbigen Reim machst, interessiert mich überhaupt nicht. Nee. Wenn du jetzt jemanden hast, der, und da nehme ich jetzt einfach mal mich als Beispiel, der keinen Wert drauf legt, was für ein krasses Reimschema und Reimketten da jetzt eingerappt werden, sondern einfach nur Wert drauf legt, dass der Song gut ist, ne? Oder wie auch immer, dann finde ich das immer noch besser als jemanden, der jetzt versucht, so seinen ganzen 16er auf sechssilbige Reime zu schreiben, aber dafür ergeben die Sätze keinen Sinn. Ja, es ist. So, weißt du, was ich meine? Und dann werden trotzdem Leute sagen, dass der krasser ist, weil er hat ja selbst sechssilbige Reime genommen, aber hat dann Sätze gesagt wie auch kein Bock und Bausteinklotz oder so ein Scheiß, weißt du, was ich meine? So, so richtig Schmutz halt einfach, aber das ist aber halt für die besser. Ja. Aber da halte ich mich dran nicht, da halte ich mich auch nicht dran auf. Ich messe mich ja auch nicht an sowas. Aber es war jetzt nur als Beispiel, so weißt du, was ich meine? Ja, aber das stimmt natürlich auch. So, vor allen Dingen ist es dann halt auch wieder so dieses Ding. So, wenn ich Musik so in seine Bestandteile wieder auseinandernehme, ne, Hm. dann fühle ich sie Ja. halt auch nicht. Nö. So, das ist Nö, immer das das, stimmt. dass du so, guck mal, wie viele Leute es gibt, ne, die jetzt zum Beispiel auf alte Musik nicht abfahren, weil sie es nicht kapieren oder weißt du, weil sie es nicht fühlen. Ja, oder weil es halt einfach mit der Begründung, mir ist das zu langsam. Ja, oder zu langweilig. Ja, Aber sie aber hören halt darum nicht geht es ja hin. auch gar nicht. Ja, genau das ist das nämlich. Die hören halt einfach nicht zu. Ja. Und das ist eigentlich das, also das ist eigentlich viel, viel wichtiger als diese Mathematik dann damit mit der Musik zu betreiben. Ja, genau. Sozusagen, nee, das muss 270.000 BPM haben und der Bass muss, weiß ich nicht, ich muss mit blutenden Ohren aus dem Club kommen, dann ist es erst Ja. krass und gut. So, das Ja, ist halt eine genau. falsche Denkweise, ne? Du musst es halt wirklich mal wieder ein bisschen zurückfahren, Digga. Die Leute, die müssen mal wieder chillen, die müssen mal wieder ein bisschen Ja, das ist das halt, ne? So, die so. müssen einfach mal wieder runterkommen. So. Dann, also irgendwie Musik muss heutzutage für die, gerade je jünger es wird, ich sehe es ja an meinen Schwestern oder für mich an meiner kleinsten Schwester mit ihren 13 Jahren, was die für Songs hört und dann denke ich mir halt auch so, what the fucking fuck? So, was zum Teufel? Ja. Warum ist das so? Dann hast du da irgendwen, der dich anschreit, Alter. Jemand, der dich anschreit, was ist denn das für, was ist denn das? Du hörst dir, du musst dir das jetzt vorstellen auf Kopfhörer und dann schreit dir jemand ununterbrochen ins Ohr. Digga, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, wo hat er denn jetzt wieder gezeigt, dass er gut ist? Ja. So, ne? Laut, also laut ist irgendwie besser und das macht aber gar keinen Sinn. Aber das ist ja auch dann auch wieder, dieses Geschmäcker sind verschieden, aber manche Geschmäcker sind halt eben einfach nicht tolerierbar. Nee, Nee, du weißt, wie ich meine. ich mein, Im Endeffekt. jeder soll hören, was er für richtig hält, ne? Nochmal an der Stelle. Ja, Aber aber
wie gesagt, mir persönlich, du weißt es selber, Ja, ich mir fühle gibt, sowas ja dann auch selber nicht. nee, mir gibt ja auch so Deutschrap zu größten Teilen einfach immer noch überhaupt Nix. nichts. Einfach Nee. nichts. Das ist. Wenige, wirklich wenige. Du kennst ja meine Deutschrapper, so die ich höre. Die kannst du ja Ja. an einer Hand abzählen. Ja, ist doch bei mir nicht anders. So, Das ist ja auch so eine Sache, wo ich jetzt für mich sage, sorry, so, wenn ich mir jetzt Gedanken machen müsste, ne, ich würde jetzt ein Album oder eine EP machen oder sonst irgendwas und ich müsste mir Feature-Gäste holen, Digga, ich wüsste nicht mal, wen ich nehmen soll, weil mich halt einfach kaum einer anspricht. Weil halt wirklich, dann würde ich mein Ding halt einfach lieber alleine machen, weil die mir halt alle nichts geben. Die sind für mich irgendwie irrelevant. Ja, einfach. Weil die nichts, weil die nichts Besonderes haben irgendwie. Die haben halt irgendwie dieses, bei denen, ich habe immer das Gefühl, du spürst bei denen die Mathematik. Ja. Du merkst einfach, die machen halt Musik auch wieder im Algorithmus, ne? So. Und das ist das halt so. Ich meine, keine Ahnung. Es ist doch auch so, wenn ich dir zum Beispiel Musik zeige oder, ne, oder du mir mal ein Beat zeigst oder so, ne, dann muss doch auch so, weißt du, für den Ja. anderen so, ich weiß nicht, das muss ja nicht so dasselbe in einem auslösen, aber es muss doch was in dir auslösen, so, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Und ich kann doch dann nicht einfach sagen, nee, das ist mir zu langsam oder zu langweilig. Ja. So, weißt du, ich kann sagen, nee, das ist nicht mein Geschmack, so jetzt, wenn ich Hardcore höre, das ist absolut nicht mein Geschmack. Oder halt dieser Deutschrap, wie er heutzutage populär ist, ist ja auch gar nicht mein Geschmack. So, aber weißt du, es löst ja trotzdem in einem irgendwas aus. So, ich weißt du, wie ich meine? Ja, klar. So, und so ist das doch auch, wenn ich aber den größten Teil was von meiner Musik präsentiere, so dann. Keine Ahnung. Und die sagen dann, nee, mach weg, ist scheiße. Dann sitze ich da mit Mund offen und denke mir so, Digga, was denn das? So, Ja. wie kann er das denn jetzt nicht so fühlen, so, oder gar nichts dabei empfinden? Ja, ne, das ist halt, ja, so, dann fragt sich halt so, was löst das? War also nicht nur, was löst, also warum löst das nichts in ihm aus? Ja. Ich meine, jetzt guck dir mal deinen Bruder an, ne? Der Ja, ja, bei meinem weiß ich Bruder musst nicht. du ja sagen, er ist ja irgendwie offen für alles, ne? Ja, aber ich meine dann nun mal, ne? Dem zeige ich dann auch was so und aber weißt du, er fühlt es ja dann trotzdem auf also wie er es Irgendeine fühlt, Art und weiß ich Weise. nicht, aber er Ja. fühlt es ja trotzdem. Und Ja, und hört dann im anderen Atemzug halt wieder das komplette Gegenteil und fühlt das auch. ja, so ist ja auch Ja. in Ordnung, ne? Nur ist halt nichts für mich. Aber ist ja auch in Ordnung so. Nee, Soll ja. ja jeder hören und machen und tun, was ihm lustig ist und glücklich macht. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Jeder soll glücklich sein. So ist das. Aber ne, es ist doch im Grunde genommen, also einfach so, nee, zu sagen und immer diese Ja, Scheuklappen. diese Protesthaltung so. Ja, Ja, genau. das kann ich halt nicht leiden. Das Weil. ist ja auch noch mal so eine Sache. Obwohl, führ deinen Gedanken erstmal zu Ende, bitte. Weil, wenn du jetzt einen Rapper jetzt als Feature-Gast nehmen willst, ne, du musst ja wirklich Angst haben, dass er dein Dingens, weißt du, dass er das nicht cool findet oder so, weißt du, wie ich meine? Dass er das nicht Aha. so aufnimmt oder empfindet, wie du das empfindest und Aha. dich dann für so einen Scheiß dann noch so frontet oder so, ne? Weißt du, wie ich meine? So, Ja. das hast du halt hier so in Deutschland. Ja, gut, ich meine, ich würde jetzt mit keinem zusammenarbeiten, der meine Sachen nicht cool findet. Nein, dass du, Aber ich meine jetzt so von der Beat-Auswahl und so, weißt du, man sitzt zusammen und so ja. und dann zeigst du ihm was und er sitzt dann da und sagt dann, nee, ist mir zu langsam, ist mir zu langweilig, Ja, ja, so. ja, ja. Aber das ist genau das, so jetzt schneide ich da mal rein, weil das ist ja auch noch, was ich kurz da einwerfen will. So wie wir jetzt gerade über Deutschrap reden, und hast du nicht gesehen, ist ja nicht so, als hätten wir diese Protesthaltung, von der wir die gerade gesprochen haben. Man versucht ja irgendwie
jedem so die Chance zu geben, so, weißt du, was ich meine? Du hörst dir jeden an, aber nicht mit der Haltung so, ja, ist halt Deutschrap, sondern du hörst dir die an und denkst dir so, ah, ich hoffe, der ist gut. Ja, Aber natürlich. es ist halt mit jedem Mal einfach immer oder sehr, sehr oft einfach dasselbe Spiel. Ja. Hast eine Erwartung, eine gewisse, aber wirst dann halt irgendwie eines Besseren belehrt und dann halt von der Regel bestätigt. Es ist dann halt aber auch so, ich sag jetzt nur mal, ne? Cover sieht gut aus, Titel klingt gut. Weißt du, wie ich Ja. meine? Also, weißt du, spricht dich schon in irgendeiner Hinsicht an. Genau. Dann machst du es an und was kommt dann? Lelele und Lalilu und nur der Manu Mann im Mond Mond schaut schaut zu. zu. Aber das ist auch noch eine Sache, ne? Was ich auch noch sagen muss, ist halt, und da sind halt die Deutschen halt auch richtig, richtig gut geworden, sind halt auch einfach Musikvideos, ne? Also Musikvideos, ja. Musikvideos sind wir richtig gut geworden. So mittlerweile gibt es sogar bessere Musikvideos in Deutschland, die besser sind als aus den USA. Obwohl die halt einfach ein krasseres Etat haben irgendwie, ne? Ich muss Ist immer, natürlich ich nicht bei muss, allen so, aber das hier, klar. Aber ich sag jetzt einfach nur mal so, von diesen Low-Budget-Videos her, ne? da Sind die kann das wieder USA, nicht mithalten, nee, niemals, nie. Nee, weil die USA irgendwie einfach einen viel geileren Touch hat. Jetzt guck dir nur mal an von Devin the Doggy Dude. Style. Nee, nee. Oder Doggy Style. Devin the Dude, da, wo der mit seiner Drohne nur diese Kackvideos da gemacht hat. Ja. Ja, aber weißt du, guck mal, der ist da durch die Landschaften geflogen. Du hast ja gesehen, wie facettenreich das ist. Der filmt in der Wüste, dann fährt Am er in die Strand. Berge, ist im Schnee, ist am Strand. So, weißt du, weißt du, was ich meine? Es gibt da so Ja. viele Spots, ne? Ja. So, keine Ahnung, da fährst du dann mal halt eine halbe Stunde, Stunde raus, aber ist doch scheißegal so, ne? Du hast einfach so viele verschiedene Spots und Ja. guckst du dir doch nur mal an, dieses von Big Duty, Neo, dieses Don't Got the Time, ne? Das haben die Ja. einfach nur auf dem Parkplatz gedreht, aber weißt du, du guckst dir diesen Parkplatz an, so wie die halt in den USA chillen, ne? Ein, zwei Ja. Low-Lows da am Stehen, so ein paar Leute da rumrum. Ne, mit ihrem Bier da in ihrem Ja, ich Papiertüten hab auch, und ich weiß auch du nie, siehst was es dann ist. im Hintergrund ein paar Palmen so. Keine Ahnung, es Ja. fühlt sich halt auch einmal einfach richtig an. Ja, es fühlt sich, also ich weiß auch nie, was es ist. Es ist halt auch echt immer so, gerade dann so bei diesen Low-Budget-Dingern, so die Art und Weise, wie es gefilmt ist und was gezeigt wird. Und es ist halt einfach irgendwie, es hat irgendwie was Besseres einfach. Aber wenn du dann von der Professionalität immer weiter hochgehst, dann muss man halt echt sagen, ist Deutschland da wirklich auf einem Level mit der USA. Ja, klar. Aber du musst dann auch mal sehen, habe ich öfters dann gesehen, ne? Wenn die dann zum Beispiel so eine Kamerafahrt gemacht haben, ne? Ja. Dann steht der Typ mit seiner Kamera auf dem Skateboard und ein anderer schiebt den so, weißt du, was ich Ja, meine? ja, ja, So, die ja. waren schon damals viel kreativer wie wir. Ja. So, die haben aus ihren Möglichkeiten so das Maximum immer Rausgeholt. rausgeholt. Ja. Und wie gesagt, ich finde, also ist meine persönliche Meinung, wenn du eine vernünftige Kamera und so, also das Equipment stimmt, hast aber da nur so ein ganz wenig Spots in den USA, zum Vergleich dann zu hier, ne? Mit einem höheren Etat könntest du trotzdem noch da das geilere Video drehen wie hier. Also ist meine Ja, persönliche Meinung. ja. Nö, da bist du auch nicht auf dem, also da bist du auf jeden Fall nicht falsch mit. Weil du musst nur mal so überlegen, Ich finde immer, wenn du hier was richtig Geiles filmen willst, dann brauchst du eine Location, für die du bezahlen musst. Und das hast du in den USA halt nicht. Also da Ja. kommt es immer darauf an, wo du lebst und wie auch immer, aber du könntest selbst, weiß ich nicht, hier, wenn du hier ein geiles Video haben willst, dann musst du irgendeinen Raum mieten oder eine Halle mieten oder einen Platz mieten oder wie auch immer. Und in den USA, da gehst du vor die Haustüre und alleine das Viertel sieht cool aus. Ja. Und so ist halt auch für mich jetzt, ne, beim Ja. deutschen Rap-Videos so. Was hast du denn noch nicht gesehen? So, also alles, was dann hier in Deutschland gedreht worden ist, ne, das da, also davon gehe ich jetzt aus. Ich gehe jetzt nicht aus von
wenn die mal woanders waren und ne. Aber ich sag Ja. jetzt mal so, an richtigen Deutsch-Rap-Videos, was hier in Deutschland gedreht worden ist, die ganzen Dinger sind ja auch schon irgendwie ausgelutscht. Weißt du, was ich meine? Viele, viele Sachen. Ja, so, du kannst immer andere Ideen umsetzen, aber ich sag jetzt mal, das Prinzip irgendwo bleibt immer dasselbe. Also es bleibt immer gleich. Ja. So, weil du hier halt Ja. nicht so viele Möglichkeiten hast. Nee, das stimmt. Ja, guck mal, was willst du denn machen hier in Deutschland? Hast du mal eine fette Villa? Drehst da drin. Okay. Dann diese weißen Hallen da. Was ja jetzt. Endlosräume. Ja, das war, glaube ich, letztes Jahr, ne? War das viel. Letztes Jahr war das sehr, sehr viel. Ja. Genau, Das letztes Jahr war stimmt. das. Letztes Jahr war das sehr, sehr viel. Und, ja, aber Ach, das. Digga, meine Nase killt mich. Ich muss nur mal kurz weg. Okay. Dann machen wir hier kurz auf Pause. Jetzt weiter. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Ach so, ja, von letzten Jahr war ja dann mit diesen, wie hießen die nochmal? Endlosräumen. Die waren dann viel. Aber das ist Ja. halt dann auch wieder so ein Spiegelbild, ne? So, der eine macht's, dann müssen es 100 andere auch machen hier in Deutschland. Das ist dann Ja, so. das ist das ja. So, und ansonsten hast du ja wirklich nicht mehr viel Auswahl. Weißt du, was mich auch voll nervt, aber das ist sowohl im deutschen Rap als im Army-Rap. So dieses immer dieses Streiten, wer jetzt für was mehr Geld ausgegeben hat. So richtig dumm. Ja, ich weiß. Die müssen So sich ja dieses, ich habe für mein gefühlt. Video jetzt 400.000 ausgegeben. Ja, ich habe für mein Video jetzt 500.000 ausgegeben. Ja, ich habe für mein Video jetzt 800.000 ausgegeben. Ja, So eine aber Scheiße, so wie uninteressant. Und dann gibt es trotzdem Leute, die unprofessionell. sich, ja, das auch noch, ne? Das kommt ja auch noch dazu, ist ja auch noch unprofessionell, dieses Verhalten einfach. Hab noch nie Aber von es ist Snoop das ja Dogg heute. gehört, wie viel er für ein Musikvideo bezahlt hat. Das hast du, ich habe das Gefühl, also früher hast du es von keinem gehört. Ne? Also hast du es weder von einem Notorious B.I.G., noch von einem Tupac, noch von einem, um jetzt so die Standard-Rapper zu nennen, noch von einem Eminem, noch von einem Snoop Dogg, noch von einem Dr. Dre, noch von einem MC Ren, noch von einem Ice Cube, Eazy-E, Wu-Tang Clan oder hast du nicht gesehen? Das hast du von gar keinem gehört. Ja, ich sag jetzt auch mal, Irgendwann ich kam sag. dieser Wandel, wo wirklich dieses Hast du mehr, bist du mehr, Lifestyle kam. Ja, das Ding ist halt so, keine Ahnung, so. Ich denke einfach auch, weil du viel mehr hast, so von Stardom from the Bottom, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, die haben damals auch darüber gerappt, dass die, weiß ich nicht, Moncler-Jacken oder Louis Vuitton und Gucci und Carlo Colucci und hast du nicht gesehen? Und was weiß ich nicht was, Haben aber wollen und so, ne? Ja. haben wollen oder dann halt jetzt haben, aber es ist halt nie so ein exzessives Geflexe gewesen, so weißt du, was ich meine? Es ist auch, ich sag jetzt einfach mal, blöd gesagt, so, du hast einen krassen Song, ne? Mhm. So, und ich meine, wir sind jetzt in einer Dingens angekommen, wo du dann auch parallel ein krasses Video dazu liefern musst. Das hat tatsächlich hat ein Deutschrapper, den ich jetzt so nur flüchtig verfolge, aber der hat was richtig Gutes gesagt. Der heißt Sugar MMFK. Der hat gesagt, die Zuschauer oder vielmehr die Fans oder wie auch immer, die geben wie Bettler, aber wollen haben wie Könige. So. Weißt du, was ich meine? So, die geben, die wollen am besten für nichts irgendwas tun, geben sonst irgendwas, aber erwarten von dir, dass du einen krassen Song machst, dass du ein krasses Cover für Spotify hast, dass du ein krasses Video hast. So, weißt du, dass du krasse Sachen in deinen Ja, Videos hast. und Und, bezahlen mit ihrem aber, 10-Euro-Abo genau. von Spotify, wo sie Millionen von Künstlern quasi mit bezahlen, Genau. wollen sie Genau. dann diese Dingens haben. Weißt du, Genau. kauft ja keiner mehr ein Album, ist ja vorbei. Nö. So, Ich glaube, das das. Einzige, was vielen Leuten noch den Arsch rettet, sind sowas wie Boxen und halt hauptsächlich Live-Shows. Ne? Das rettet denen halt hauptsächlich den Arsch mittlerweile. Aber die fallen ja jetzt auch erstmal weg. Ja, aber ich sag jetzt auch nochmal, ne?
weil ich mich ja jetzt auf dieser Plattform bewege, Twitch, ne? So, da hat sich ja vorher kein Mensch drum geschert, ne? Nö, Und jetzt ist es wieder. jetzt ist es für sehr, sehr viele Rapper interessant. Damals, Bushido mit Knossi geguckt, dann auch angefangen. Hat der nicht sogar mit Montana Black angefangen, sich da reinzusetzen? Ja, kann sogar sein, dass er vorher mit Montana Black und danach dann noch mit Knossi war. Kann irgendwie sowas war da auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der hat sich ja dann da reingemogelt, sage ich jetzt mal. No front. Ja, dann Algier. Ne? Ja. Also weiß man ja, der war ja schon damals als Rapper immer Zocker und so, ne? Hat er ja nie einen Hehl drum gemacht. Der hat dann aber auch Casino-Streams angefangen. Ach so, Grüß Ja, und ja. Kuss geht raus an ihn, ne? Weil der guckt ja auch schon mal in meinen Stream rein. Dann die Atzen jetzt auch. Echt? Die Atzen sind jetzt auch am Stream. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt genau das, weil das jetzt wieder so eine neue Geldeinnahmequelle ist. So, wenn nämlich Live-Shows nicht weggefallen wären, kannst du davon ausgehen, dass nicht mal drei von den jetzt genannten in dieses Streaming-Ding reingegangen wären. Ja, aber Sio Hata fällt mir gerade noch ein. Die streamen? Also das mit dem Podcast weiß ich, aber dass die jetzt auch Streaming machen, das weiß ich, wusste ich Ja, nicht. die haben doch auch damals dieses Team Sio gegen Team Hata auch auf Twitch gestreamt und so. Ach krass, was da von Red Bull irgendwie gewesen ist, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. War das nicht? Ich meine, das wäre von Red Bull gewesen. Auf jeden Fall. Also die streamen jetzt nicht regelmäßig oder so, ne? Vielleicht so einmal im Monat oder weißt du so, keine Ahnung, Ja. keine Regelmäßigkeit drin. Aber die streamen halt auch schon auf Twitch. Dann, keine Ahnung, dieser, wie heißt der nochmal, der immer reactet, der Typ da mit der Glatze. Dieser Keine Ahnung. Beat-Produzent da, Tubuf oder wie der heißt, Tu. Ach so, ja, der, du meinst diesen YouTuber da. Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall 2BOUGH Tubo oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall dieser Typ, der streamt auch mittlerweile. Und ja, ich meine, jeder kann ja da streamen, jeder. Ne? Nur ich meine halt, das hat so diesen Hype auf jeden Fall übernommen. So, die haben gesehen, dass bei den anderen so krass läuft und ja, deswegen werden die sich, also bemühen die sich da halt auch nochmal darum, um dieses Geld dann auch noch mitzunehmen, ne? Ja, oder ich muss mich hier jetzt in allerhöchster Form entschuldigen, aber wir müssen den Stream hier, den Podcast an dieser Stelle beenden, weil meine Akkulaufzeit jetzt zu Neige geht und ich nur noch 1% habe und ich nicht jetzt aufladen und gleichzeitig reden kann. Ja. An dieser Stelle verabschiede ich mich halt von den ganzen Leuten. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Talk. Hätte man bestimmt auch noch ein gutes Stück weiter darüber sprechen können. Aber Ja. vielleicht behalten wir uns das mal für andere Male vor. Auf jeden Fall. Ist dann halt an dieser Stelle eine etwas kürzere Folge. Dafür werden wir die nächste Folge halt die 15 Minuten länger machen. Oder Und kürzer. oder kürzer, machen wir noch 15 Minuten Podcast. Und ja, wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr euch das anhört. Und ja, Von meinerseits das war's natürlich auch. dann auch mit Dirk, dem Podcast. Den Und allerbesten Podcast Deutschlands Nummer den, 1. ja, das ist ja völlig klar, das ist ja selbstredend. Und ja, genau. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal hören. Auf jeden Oder Fall. dass ihr uns beim nächsten Mal hört und wir euch was erzählen können. Peace. Für alle folgt uns auf Snapchat, TikTok, Pornhub, wie auch immer. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.